Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, es sind jetzt wieder eine Reihe von Gesetzestexten. Unter anderem würde ich gerne herausnehmen, das Bundesgesetz, mit dem das Bauarbeiterurlaubs- und Abfertigungsgesetz, das Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz und das Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetz geändert werden. Ein Gesetzesvorschlag, hier geht es darum, dass man das Personal bei der Burg eben aufstockt, um mehr Personal zu haben für die Kontrolltätigkeit, die sich also sozusagen mit Normkontrollen und all diesen Problematiken, die wir ja kennen, gerade aus der Baubranche auseinandersetzen. Ich halte das für einen sehr guten, sehr wichtigen und auch einen sehr richtigen Weg. Denn eines, und das wissen wir, Lohndumping findet in Österreich statt. Und ich höre ja förmlich schon, dass jetzt wieder aus allen Seiten kommen wird, ja, Sie von der FPÖ waren ja gegen das Lohn- und Sozialdumpinggesetz. Ja, genau. Weil es findet nach wie vor Lohndumping statt. Das heißt, ein Gesetz, das eigentlich das Papier nicht wert ist, auf dem es steht. Und daher haben wir auch nicht zugestimmt. Und wir haben das auch immer begründet. Nämlich bei der letzten Novelle, Herr Minister, waren ja Sie schon der federführende Minister. Auch da wieder haben wir das damit begründet, dass Sie ja die Kontrolle dieses Gesetzes, also die Vollziehung Ihres Lohn- und Sozialdumpinggesetzes, auslagern an das Finanzministerium. Und wir wissen, die Finanzpolizei ist nicht nur chronisch unterbesetzt, sondern sie ist auch noch weiter abgebaut worden. Das heißt, ein Gesetz, das ich nicht vollziehen kann, macht keinen Sinn. Punkt 1. Punkt 2, und das haben wir auch kritisiert, und zwar seit Anbeginn, seit dem Jahr 2011 bis hin zur letzten Novelle, Herr Bundesminister, das ist nämlich die Tatsache, dass vor allem im Bereich der entsendeten und überlassenen Arbeitskräfte es ja niemals zu einer ausreichenden Kontrolle kommen kann, solange die Sozialversicherungsbeiträge in den Heimatländern abgeführt werden oder eben auch nicht. Das wissen wir nämlich überhaupt gar nicht, was dort ist, weil wir dort gar keinen Einblick haben. Und solange Sie diese Probleme nicht lösen können, dann werden Sie auch das Lohndumping in Österreich nicht abschaffen können. Und genau in dieselbe Kerbe schließt auch ein Antrag meines Kollegen Herbert Kickl. Das ist nämlich die Umsetzung des burgenländischen Modells. Und meine Damen und Herren von der SPÖ, die Arbeiterkammer Burgenland und die SPÖ Burgenland, also die Sozialdemokratische Partei Burgenland, hat eine Resolution beschlossen, Vorrang für österreichische Arbeitnehmer. Darum geht es, dass also zunächst genau unsere Kritikpunkte, die Sozialversicherungsbeiträge müssen einbezogen werden, die müssen selbstverständlich bei uns in Österreich abgeführt werden. Auch fordert die SPÖ Burgenland, man höre und staune, partielle Einschränkungen beim Zugang zum Sozialsystem für ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist immer das, wo sie uns dann erklären, das geht alles nicht EU-rechtlich, völlig unhaltbar, unmöglich. Meine Damen und Herren, offensichtlich sind sie sich in der Sozialdemokratie gar nicht so einig, ob das jetzt möglich ist oder nicht möglich ist. Und nachdem die Arbeiterkammer hier auch mitgearbeitet hat, denke ich, gibt es hier durchaus Möglichkeiten. Und genau das ist das Problem, das ich hier sehe. Sie wehren sich prinzipiell gegen alles, was den österreichischen Arbeitsmarkt schützen könnte, beziehungsweise gerechter gestalten könnte. Denn die Problematik ist ja aus der Ungerechtigkeit heraus. Die Ungerechtigkeit bei den entsendeten Arbeitskräften, wo wir nicht wissen, wird Sozialversicherung abgeführt oder nicht. Denn Sie wissen ganz genau, Herr Bundesminister, und das ist ein Problem, das seit vielen Jahren bekannt ist, die werden einmal in Ihrem Heimatland angemeldet, dann werden Sie nach Österreich geschickt, arbeiten hier und am nächsten Tag werden Sie im Heimatland von der Sozialversicherung abgemeldet. Das ist eine Tatsache, das wissen Sie ganz genau, das weiß die Arbeiterkammer, die hat das schon oftmals aufgezeigt, auch die Gewerkschaft hat es teilweise aufgezeigt. Und trotzdem passiert hier nichts. Trotzdem wird seit dem Jahr 2011 weiter gewurschtelt wie bisher. Und man versucht halt immer noch eine Novelle und jetzt wird es gut werden und jetzt machen wir noch eine Verschärfung eines Gesetzes. Wir vollziehen es nicht und wir können es teilweise eben auch nicht vollziehen. Und daher ist es eben so notwendig und so wichtig, dass wir uns in wirklich vor allem in den belasteten Branchen hier endlich einmal auch etwas trauen. Und zwar wir, meine ich, wir als Österreichische Republik, dass wir sagen, unsere Arbeitsplätze, unsere Arbeitnehmer sollten zunächst einmal auf unseren Arbeitsplätzen sein. Und ein Punkt in diesem burgenländischen Modell gefällt mir nämlich besonders gut, nämlich die moralische Verantwortung für österreichische Unternehmen. Und genau die haben wir und die nehmen wir aber nicht wahr. Herr Bundesminister, die müssen Sie endlich auch wahrnehmen. Wir müssen endlich auch wieder zu einer Bevorzugung der österreichischen Unternehmen kommen. In dem Zusammenhang ist das sogenannte Bestbieterprinzip auch endlich weiterzuentwickeln, das jetzt in Richtung der ÖVP.
Und ein zweiter Antrag vom Kollegen Kickl, der mir auch noch sehr am Herzen liegt, ist ein Antrag, der also die überprüfen soll, die gemeinnützige Arbeit von Asylwerbern, wie sich die denn auf den ersten Arbeitsmarkt auswirkt. Denn eines darf nicht passieren, dass Asylwerber dann als billigst, mehr als billigst Arbeitskräfte, also ganz, ganz billig Arbeitskräfte, am ersten Arbeitsmarkt Arbeitsplätze verdrängen. Dann wäre diese Idee, die hier geboren wurde, eigentlich eine ganz, ganz schlechte, weil es nichts anderes wäre, als wiederum Arbeitslosigkeit zu produzieren. Belakovic-Hinewein von der FPÖ wirft der SPÖ vor, die österreichischen Arbeitnehmer nicht richtig schützen zu wollen gegen Lohndumping durch Arbeitskräfte aus dem EU-Ausland. Josef